wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Es ist perfekt, um deinen Körper aufzuwärmen und zu mobilisieren vor deinem Workout. Namaste. Wir beginnen im Down Dog. Richte dich so ein, dass deine Wirbelsäule lang gestreckt ist. Deine Fersen können gerne gehoben sein, deine Knie auch gerne noch gebeugt. Hebe dein rechtes Bein One Leg Down Dog. Stell den Fuß an die Außenseite von deiner rechten Hand. Dreh Bauchnabel und Arm zum Himmel auf. Und dann setz die Hand wieder ab und steig mit dem Fuß zurück in den Down Dog. Fließe wie eine Welle nach vorne in die Plank. Beuge deine Knie Down Dog. Hebe das linke Bein One Leg Down Dog. Und steig mit dem Fuß wieder an die Außenseite von deiner linken Hand. Hebe deine Hand. Setz die Hand wieder zum Boden ab und steig wieder zurück in den Down Dog. Einatmen, fließe nach vorne in die Plank, Knie beugen, Down Dog. Rechtes Bein hebt. Ausatmen, steig mit dem Fuß nach vorne. Einatmen, dreh dich wieder auf. Ausatmen, Step Back Down. Wir fließen nach vorne in die Plank, aber Achtung, Low Push-Up, High Push-Up und schieb dich jetzt zurück in den Down Dog. Andere Seite, linkes Bein hebt, Step Forward, dreh deinen Bauchnabel und die Hand auf, steig wieder zurück in den Down Dog und dann fließe nach vorne in die Plank, alles festmachen, Low Push-Up, High Push-Up, ausatmen, Down Dog. Jetzt laufe in kleinen Schritten nach vorne, spüre die Dehnung auf deiner Beinrückseite. Dann beuge die Knie, roll dich Wirbel für Wirbel auf und ja, jetzt noch 2-3 Runden von diesem Flow und dann beginnt dein Training. Ich wünsche dir viel Spaß und noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Steffi.